Hasta la bon reis, muchachos! Peace! Und eure Nüsse seien gekrault. Super nice, dass ihr dabei seid bei Rainbow Six Siege. Drake unterwegs sind wir heute wieder auf den Testservern am Ranken zusammen mit dem Bosser. Hallihallo! Hasime, Toyota, Mitsubishi, Tamagotchi! Was geht? Was geht, muchachos? Es geht los! Let's get ready to rumble! Ja, ja, muchachos, so ein Soundboard ist schon was ganz Cooles, würde ich sagen, oder? Oh, hundertprozentig, da kommt eine Drohne rein. Ja, gönn sie dir, Tiger, gönn sie dir. Ja, komm mit meine Spinne. Meine Spinne will ich haben. Kannst du aufpassen, dass das nicht zugemacht wird? Das ist weg. Ich hab ja keine Valkyrie. Ja, ich hab Valkyrie. Ja, okay, gut. Ich hab grad schon eine Drohne fahren hören. So, eine Verstärkung habe ich noch. Da war gerade eine Drohne. LOL! Die ist einfach abgefallen! Wurde das gepatcht? Was? Ich habe gegen die Glocke? Ja, ich habe gegen die Glocke geworfen, ist aber runtergefallen. Was? Ich habe das vorher noch nie gemacht, deswegen habe ich kein anderes Bild davon, aber ja, ich fand das äußerst merkwürdig. Warte. Hast du einen? Alter, wer ist fast gestorben dabei? Der hat mich schnell genug entdeckt. Wie er das Magazin wechselt, finde ich so geil, Muchachos. Okay, dann haben wir noch eine Spinne dahin. Würde ich sagen. Muy haben wir eigentlich schon eine Spinne übernommen? Kriege ich eigentlich eine Nachricht darüber, wenn ich eine Spinne übernehme? Weiß ich nicht. Sie haben eine Spinne. Sie haben eine Spinne eingenommen. Die haben eins Spinne. Ja, der Jäger hat Probleme, bei von Jumps kommen sie. Ja? Hier höre ich auch was. Oder war das einer von uns? Scheint von uns gewesen zu sein. Go! Oh! Nein! Alalala Bamba, Mama ist schwanger, lalalala, dein Vater ist der Vater. Swapping Mags! Digga, gut, schreibst du, guck mal, dieses Nachladen, ne? Die Animation, ich find die so geil, ey. Oh. Na 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 la la. Wir sind noch zu zweit, ne? Ja. Wow, lol. Das war dumm von mir. Wo? Das war dumm von mir, ich bin in die Schusslinie gelaufen. Ah, wobei. Ich wusste nicht. Einer auf den Stairs. One on stairs, one on. Ah, okay, ja. Gut. One is on stairs. Drums is pushing. Digga! Marvin! Ja, auf den Stairs, vor dir. War einer. Und einer müsste da in der Ecke sein bei Drums. Geh bei Drums in der Ecke. Nein! Oh. Digga, wo hab ich die ganze Zeit da hingeschossen? Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit dir? Ich will nochmal wieder sagen, wir haben uns, als wir es installiert haben, in weiser Voraussicht haben wir uns gesagt, okay Marvin, aber wir dürfen das nicht zu inflationär benutzen, ne? Ja, ja, okay. Nicht zu häufig. Und jetzt benutzen wir es beide viel zu häufig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass unser Einsatz des Soundboards etwas zu übertrieben ist. Dann wissen wir, dass wir uns in Zukunft ein kleines bisschen zurückhalten müssen. Okay, aber ansonsten legen wir noch voll mehr los. lecker. Muchachos, weiterhin schreibt uns gerne eure Gedanken zu den neuen Operatoren in die Kommentare. Oui, oui. Ich habe übrigens gesehen, Marvin, die Operator, der Nerf von Glatz war noch nicht auf Testservern. War noch nicht, habe ich Kaki erzählt. CC. Da ist dann auch im Visier, ist dann auf der rechten Seite, glaube ich, so eine kleine Anzeige, die dir zeigt, ob dein dieses gelbe Hervorheben gerade aktiv ist oder nicht. Erstmal mache ich den Bruder auf hier. Bruder, geh auf! Mach die Bude auf! Bruder muss los! Da ist sogar eine. Da ist die Sophia schon drin. Die haben sogar, ein Castle Window, eine Castle Tür hingemacht und das ist alles zugemacht, ey.
Alter, Deckel schon drin. Ich hab leider meine erste Ladung hier vorne hin, das war fail, Muchacho, das wollte ich nicht. Aber es ploppen weiterhin im Objective-Raum. Oh fuck, wow. Lol. GG, der schießt auf Marvin und killt mich. Nein, ich hab dich umgebracht. Du hast mich umgebracht? Ja. Lol. Herzlichen Dank, Schön. Bitte, bitte. Wenigstens, aber ich habe alle meine Fallen verbraucht, also. Wenigstens habe ich mein Gadget benutzt. Hä, ist das Bereich sichern? Was ist das? Ach, das ist Bereich sichern! Digga, ich wundere mich die ganze Zeit. Warte mal, dann können wir doch aber reinrennen, oder? Ja, ne, hier ist einer. Mit deinem Schild ist einer. There's one in objective on the right side. This small kid. Ja, dann machen wir mal anders. Okay, einer soll auf den Stairs noch sein, sagt Chief Nemesis. Der eine von den Kollegen da drüben. Doppel-Metal-Leute. Glaube ich. Digga! Zuschauer, oder zumindest jemand, der uns kennt. Hui! Digga, Marvin! Aim doch mal nicht, naja, ich kann leider nicht benutzen, schlecht. Bisschen schlecht. Ich hoffe, die sieht mich nicht. Ich will das Radio kaputt machen, aber ich will nicht schießen. Oh, hier kommt wer rein, hier kommt wer rein. Wow, von der Seite! Bei dir unten noch ein Raum weiter. Von links aus. Ich weiß nicht, ob ich hier was sehe. Ja, von da aus. Ah, ich kann hier unten durchschießen. Ja. Digga! Musst du da hochgehen, ja. Wie geil ist das denn, Alter? Kleiner Hai. Bum, bum. Da war noch einer. Up. Biohazard Container. Intervene immediately. Swapping! Da noch einer, glaube ich. Ja, da. Ne, doch nicht. Das war nur so ein komisches Geräusch. Ich muss reingehen. Oh, die Capture, die Capture. Lol. Alter. Digga, hast du es gesehen? Sorry, Muchachos, was? Nee, hast ich hab das gerade erst, als ich reingerannt bin, habe ich gemerkt, dass es ja Bereich sichern ist. Lol. Ich denke die ganze Zeit, wir spielen Bombe, weil wir immer Bombe spielen. Aber Bereich sichern. Lol. Oh, wir testen nochmal ein kleines bisschen Mozzie. Übrigens, super sexy Skin, ist ein universeller Skin, damit nächste Season kommt. Ich glaube, Sharktooth heißt der oder so. Sieht echt ganz sexy aus, sehen wir gleich nochmal in-game. Geiler Skin. Und ich habe auf der Roni auch das neue Holo-Visier drauf. Auch das, finde ich, sieht ganz cool aus. Mal gucken, ob wir damit gleich ein bisschen Action machen können. Der Rundermit geht! So, wo ballern wir als erstes mal eine Spinne hin? Ich denke mal, Objective-Eingang ist eigentlich immer eine ganz gute Idee. Halalalalala. Oh. Halalalalala. Oh. Halalalalala. Okay, eine Drohne haben wir da mal schon mal. Aua. Nicht noch eine Drohne. Da ging gerade was auf. Das ist oben, glaube ich. Okay, man kann raus. Und dann seht ihr es da. Zack. Läuft Zeit ab. Wenn die runterläuft, ist die Drohne weg. Kann man auch mal kurz zeigen. Zack, zack. Schwarz. Okay, einen haben wir. Ronio P. Okay, wir spielen Mozzie auf Villa im Ranked-Modus auf dem Test-Server natürlich. Wie auch sonst, wo auch sonst. Bis jetzt ist noch keiner geliefert, das heißt, wir haben gerade tatsächlich sogar noch. Irgendwann wieder was gehört. Kann da unten gewesen sein. Wir haben gerade tatsächlich noch realistische Ranked-Bedingungen. Das ist äußerst schwierig zu erreichen in dem Game hier. Denn die Leute lieben einfach sehr, sehr schnell Muchachos. Es tut mir sehr leid, dass das Gameplay auch gerade sehr zusammengeschnitten ist. Und wir kein zusammenhangendes Game haben. Aber auf dem Testservern hier, die Leute lieben einfach so schnell. Hier können wir euch so bei den geilen Skin sehen, Muchachos.
Dieser Shark-Tooth-Skin. Ein universeller Skin, übrigens könnt ihr auf jede Waffe draufziehen. Finde ich ganz sexy gemacht, das Ding, muss ich sagen. Genauso wie ich dieses Holo hier ganz geil finde. Irre ich mich oder ist das auch vom Umfang her so ein bisschen schmaler als die normalen Holos? Oder kommt mir das gerade nur so vor, weil es neu ist? Und neu ist immer besser. Bin mir gar nicht so ganz sicher. Hui! Aha. Bin mir fast sicher. Da unten kommt was hoch, oder höre ich die Welt? Ah! Munition. Das kleine. Ich glaube, es ist nur auf dem. Auf der Bank gelandet, mein C4. Okay, die haben sich hier zurückgezogen. Auch hinter ihm. Und hinter mir. Alter Schwede. Aber man muss aufpassen, Muchachos. Ist mir schon zum zweiten oder dritten Mal passiert, dass ich in so einem Gunfight bin und mir die Munition im Magazin ausgeht. Ha? Da muss man vorsichtig sein mit der Roni. Alter, da sind wir dem Mossi ja gerade eben nochmal durch die Finger geswitcht. Ich will trotzdem eigentlich noch irgendwie gucken, wie ich hochkomme. Ich bin nicht nah genug an der kleinen Spinne dran gewesen. Haben nichts dagegen, ne? Beschwert man sich nicht. Wie sagt doch ein bekannter YouTuber so schön, beschweren kann man sich eher weniger. Okay, können wir das Ding jetzt noch holen? Die ersten Runden liefen nicht so geil. Aber ich habe ja gesagt, ich schneide euch das sowieso zusammen. Kein zusammenhängendes, richtiges, richtiges Gameplay hier. Okay, ich lege jetzt eine Trap. Ich würde sagen, hier hinter uns. Dann sind wir von da abgesaved. Sind wir abgesaved? Ja. So schnell kommt da keiner mehr durch. Ich bin der Meinung, hier links ist ja gerade einer. You located a bomb. Da auch noch eine hin. Digga, ich bin schon drinne. Oh fuck. My position has been compromised. Aua, von unten. Das war der Mozzie. Cavera ist unten. Man weiß es nicht ganz sicher. Oh. Erwischt, Hammerse! Erwischt! Oh, man muss sagen, das fühlt sich... Es ist einfach ein geiles Gefühl mit der Gridlock oder allgemein, wenn man als Team eine Gridlock dabei hat, wenn man weiß, okay, auf der Seite, da ist eine Gridlock-Trap, von da kann ich schon mal nicht so easy weggeflankt werden. Ist ganz geil, ist ein geiles Gefühl. Ich konnte ja auch super geil das Fliegerzimmer mit upsaven und so. Das war schon. War schon sexy. Es war jetzt leider sehr zusammengecuttetes Gameplay aus ganz vielen Games zusammen geschustert. Denn leider kann man halt einfach auf den Testservern gerade nicht sonderlich geil spielen, weil einfach in, ich sag mal, 95% der Games ist am Ende maximal noch die Hälfte von beiden Teams anwesend. Und es ist einfach echt ein bisschen Schwanz, deswegen wird auch dann die nächste Folge übermorgen wieder von den offiziellen Servern kommen. Ich hätte sehr gerne noch weiter Test-Server-Material gezeigt mit den neuen Operatoren und so, vielleicht noch ein bisschen mehr Ranked-Actions mit den neuen Operatoren, bevor sie dann tatsächlich offiziell rauskommen. Aber leider, wie gesagt,
Es ist einfach eine Qual, auf den Testservern zu zocken. Muchachos, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn es so war, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin reingehauen. Bye, bye.